Ich bin Philipp, ich bin Sociallehrer, willkommen bei uns im Tierpark Hagenbeck. Die Tiere, die ihr hinter mir seht, die hatte Karl Hagenbeck vor über 100 Jahren bei der Eröffnung des Tierparks auch schon. Das heißt, seit dieser Zeit haben wir asiatische Elefanten. Kennt ihr denn die Unterschiede zwischen afrikanischen und asiatischen Elefanten? Na klar, die asiatischen Elefanten haben kleinere Ohren. Völlig richtig. Mittlerweile haben wir in der dritten Generation Elefanten bei uns. Das heißt, wir haben Oma, Mama und Enkelkinder. Unsere Pfleger arbeiten bei uns ganz eng mit den Tieren zusammen. Als Besucher darf man die Tiere normalerweise nicht anfassen. Aber damit ihr bei uns die Tiere mit allen Sinnen erleben könnt, habe ich euch etwas mitgebracht. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Ein Elfenbein? Ja, das ist aus Elfenbein, richtig. Und wie nennt man das? Das ist der Stoßzahn von dem männlichen Elefanten. Das ist ein Stoßzahn, richtig. Und den dürft ihr jetzt einmal anfassen. Der fühlt sich ganz glatt an. Und der ist ganz schwer. Guck mal, ich bin ein Elefant. Und nun schnuppert doch mal, wie es hier riecht. Ah. Für euch habe ich jetzt auch noch eine Quizfrage. Was glaubt ihr denn, was das hier sein könnte? Und einen Tipp habe ich für euch. Es ist kein Draht und auch keine Lakritze. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier in echt riecht, wie die Lösung unserer Quizfrage ist und was ich hier alles noch in meiner Tasche habe, dann könnt ihr bei uns in die Zooschule kommen und an einem Erkundungsgang teilnehmen. Ihr könnt mit der Schulklasse kommen oder mit euren Freundinnen und Freunden euren Geburtstag bei uns feiern. Ach, und bevor ich es vergesse, kommt mal ein bisschen näher ran. In der Zooschule gibt es keine Hausaufgaben.